So, mein Lieben, einen wunderschönen Start in diesem Mittwochmorgen. Wir werden uns in diesem Video die Charts ansehen. Wir werden uns das Open Interest und die ganzen Off-Chain-Daten mal anschauen, wie es aussieht. Und vor allem starten in diesem Video mit wichtigen Informationen, die die zukünftige Entwicklung deutlich beeinflussen könnten. Also, wir sehen vorerst recht stabile Märkte für diese Woche. Und damit meine ich die Indizes. Gestern hat der DAX ein bisschen abgegeben, aber der Montag bzw. auch die vergangene Woche war relativ stark. Und das lag nicht zuletzt daran, dass die Inflationsrate in Amerika letztendlich etwas besser geworden ist. Das heißt also, die Zinserhöhung hat dazu geführt, dass die Inflationsrate etwas nach unten gegangen ist und das befeuert natürlich die Märkte. Das heißt so, die Teuerung nimmt letztendlich ein bisschen ab und das zeigt einfach, dass die Anhebung der Leitzinsen deutliche Früchte auch trägt und deswegen auch die Euphorie, die natürlich aus Amerika den deutschen Leitindex mit nach oben gezogen hat. Jetzt kam gestern die Meldung aus der Eurozone, Rekordinflationsrate von 8,1%, was nichts anderes bedeutet, als dass für diesen Monat, wo letztendlich Inflationsrate berechnet wurde, dein Geld im Vergleich zu einer, ja, ich sag mal, nullbereinigten Inflation um 8,1% geschmälert ist. Das heißt, du kannst 8,1% weniger Dienstleistungen oder weniger Produkte kaufen und das ist natürlich ein sehr, sehr harter Einschnitt. 8,1% ist alarmierend. Das ist nicht, dass wir das einfach hinnehmen können und sagen, ja gut, wir waren ja auch schon mal bei 17%, wir waren auch schon mal bei 20%, aber 8,1% im aktuellen System ist, zumindest meiner Einschätzung nach, ich bin jetzt kein Makroökonom oder auch kein Volkswirtschaftsexperte, aber ist unglaublich alarmierend. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass diese 8,1% natürlich zeigen, dass vor allem auch die EZB mit dem Anziehen der eigenen Leitzinsen wahrscheinlich kontern muss, weil sonst wird das komplett aus den Fugen geraten. Dennoch kann die EZB vielleicht nicht ganz so aggressiv die Zinsen erhöhen, wie es die Federal Reserve kann, denn wir haben hier sehr, sehr viele hochverschuldete Staaten, sowas wie Italien, sowas wie Spanien, Portugal, das sind alles Länder mit geschwächter Wirtschaftskraft, aber die letztendlich sich in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ordentliche Bilanzen aufgebaut haben. Das heißt also, dass die das ganze Geld von Zentralbanken geliehen haben, um ihre eigene Wirtschaft am Laufen zu halten oder in die Konjunktur anzukurbeln. Und was ist passiert? Das hat nicht ganz so funktioniert. Und wenn jetzt das Geld teurer wird und eben die ganzen Staaten auf ihren hohen Bilanzen, also auf ihren fetten Schuldenbergen sitzen, dann wird das Geld, was sie zurückzahlen müssen, noch teurer. Und das wird letztendlich ein ewiges Unterfangen, sodass teilweise Staatspleiten mehr oder weniger auch, den Anschein geben können, dass es tatsächlich passieren kann. Und deswegen kann die EZB eben nicht so schnell die Zinsen erhöhen. Einer der Gründe, es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Gründe, aber von daher sehen wir, dass auch ein Euro relativ schwach performt in den letzten Wochen und Monaten und jetzt nichtsdestotrotz diese Zinserhöhungsschritt eigentlich bevorsteht. Eine stärkere Inflation, ein Werteverfall der Währung, wie es der Euro, US-Dollar darstellt, würde natürlich Bitcoin und Co., also den gesamten Kryptomarkt beflügeln. Das haben wir gestern auch gesehen. Wir waren gestern knapp über der 32.000 Dollar Marke und das hat letztendlich dem Kryptomarkt auch nochmal einen ordentlichen Impuls nach oben gegeben, was natürlich für, ich sag mal, die gesamte Idee Krypto sehr, sehr spannend ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber und ich muss ganz kurz stoppen. Weiter geht's im Text. Das ganz große Problem ist, dass natürlich durch diese horrenden Inflationsraten Bitcoin und Co. geschützt werden, aber vor allem werden natürlich die Zentralbanken dazu verleitet, die Zinsen jetzt etwas aggressiver zu erhöhen. Und wir haben jetzt mit diesem großen Inflationsschock, mit dem Inflationsgespenst, wie es so häufig genannt wird, haben wir quasi ein kleines Auflehnen von Krypto und Co. gesehen, aber wir sind hier bei 31.500 Dollar. Und das war letztendlich so der Auslöser, was jetzt passiert ist durch die Inflation. Wir sind sehr, sehr weit weg von vorherigen Hochs in der Makrostruktur. Was bedeutet, jetzt haben letztendlich Horror-News mehr oder weniger, die eigentlich super positiv für Bitcoin sind, zu einem verhaltenen Push nach oben geführt. Das heißt also, die positiven News für Bitcoin, die können gar nicht so viel bewegen. Wir haben uns von den Tiefs erholt, ganz klar. 31,5, deutliche Stabilisierung. Aber wir sind letztendlich trotzdem noch in einem Tief. Wir sind letztendlich in einem sehr, sehr weit abgeschlagenen Bereich. Was jetzt bedeutet ist, jetzt lass mal tatsächlich die Zinserhöhungsschritte kommen. Die EZB, die hat sich bisher noch ein bisschen zurückgehalten. Es waren schon ein paar hawkische Töne zu erkennen, die gesagt haben, okay, jetzt bald muss was passieren. Aber diese richtigen Fahrplan, wie es die Fed macht, ist noch nicht da. Bedeutet,
wenn zum Beispiel die EZB dann doch die Leitzinsen etwas kräftiger erhöhen will oder erholen muss, dann wird das Ding hier wieder ordentlich unter Druck geraten. Und es ist egal, ob es ein US-Dollar ist, der stärkere Zinsen bekommt, ein Euro, ein GBP, wie auch immer. Wenn die großen Währungen, ja, die großen Fiat-Währungen, wenn die den Vorzug bekommen oder wertvoller werden, das wird sich hierauf letztendlich auswirken. Und deswegen sehe ich persönlich das Ganze gerade einfach etwas skeptisch, beziehungsweise muss sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, denn trotz dieser starken News, die Bitcoin bekommen hat, ist die Bewegung nach oben verhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber dann nochmal eine richtige Backpfeife bekommen, wenn dann tatsächlich die Zinserhöhungsschritte kommen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und mit diesen Informationen gehen wir jetzt mal in den Chart und wollen uns ansehen, was passiert ist. Wir haben ja im vergangenen Update darüber gesprochen, dass wir letztendlich hier unten dieses Tageslevel wunderbar gehalten haben. Das war letztendlich ja mehr oder weniger Price-Action-technisch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier gehalten haben. Wir sehen, die letzten 4 Tage haben dann auch mit einem deutlichen Impuls reagiert. Hier haben wir gestern das neue Hoch gebildet, jetzt geht es nach unten. Price-Action-technisch ist das auch hier sehr, sehr spannend. Und da möchte ich mit dir kurz genauer ins Detail gehen. Wir haben einmal auf Tagesbasis diese Retailer-Linie gebrochen. Das heißt, wir haben hier einen lupenreinen Ausbruch bekommen. Punkt 1, und da bitte ich ganz, ganz deutlich drum, trade hier nicht den Retest. Trade nicht den Retest, weil dieser Ausbruch hier oben mit wenig Volumen geschehen ist, der Markt bereits hier einmal den Impuls nach oben geliefert hat und gestern ist was ganz Spannendes passiert und das hat den Markt zumindest wieder kurzfristig in das Short-Momentum letztendlich verleitet. Wir haben diese Kerze, die letztendlich vorgestern gebildet wurde und die Kerze gestern hat einen ganz, ganz entscheidenden Punkt oder eine entscheidende Bewegung gemacht, nämlich wir haben gesehen, der Markt hat hier mit diesem Doji die Liquidität über diesem Hoch abgegriffen. Das heißt, wir wissen es, ja, wenn der Markt steigt, dann wollen wir in aller Regel shorten. Wir wollen am besten Punkt letztendlich dann die Abwärtsbewegung mitnehmen. Das heißt, wir legen da unsere Sell-Order rein und legen unseren Stopp knapp über dieses Hoch. Was hat der Markt gemacht? Der Markt ist mit der nächsten Bewegung über dieses Hoch gegangen und hat sich diese Liquidität hier oben geholt. Das heißt also, die Liquidität, die hier drüber liegen musste oder gelegen hat, waren sehr wahrscheinlich Stop-Loss von Verkaufsordern. Stop-Loss von Verkaufsorder sind Kauforder, denn du kannst ja nur deine Position, eine Verkaufsposition verlassen, wenn du dann kaufst. Wenn du kaufst, kann jemand anderes verkaufen. Irgendwoher muss die Liquidität ja kommen. Das heißt, hier oben wurde verkauft. Und das ist tatsächlich das, was passiert ist. Der Markt hat sich hier das Hoch geholt mit einem neuen Hoch, aber ist weiter unten geschlossen. Der Markt hat weit unten unter dem vorherigen Hochpunkt hier oben geschlossen. Das heißt, wir haben hier keinen Break of Structure oder wir haben hier keinen neuen Aufwärtsimpuls, sondern tatsächlich haben wir mit diesem Doji gerade mal die Liquidität über dem vorherigen hochgeholt, wurden erfolgreich nach unten gerückt und bewegen uns jetzt hier relativ seitwärts. Das heißt, wir haben spannende Punkte. Wir haben diesen Punkt jetzt hier als neues Liquiditätshoch. Da müssen wir schauen, ob wir nochmal drüber gehen. Und wir haben dieses Trigger-Level nach unten. Sollten wir dieses Trigger-Level nach unten brechen, dann haben wir definitiv ein lupenreines Short-Szenario. Das heißt, das ist die Range, die uns jetzt interessiert, von der 31,2 bis zur 32,4. Das ist das, wo wir jetzt schauen, wie sieht das Volumen und wie sieht letztendlich die Price-Action aus. Und sehen wir, dass der Markt in irgendeinem dieser Bereiche jetzt nach unten ausbricht und das letztendlich auch Volumen unterstützt zeigt. Also die Volume-Spread-Analysis zeigt uns, ja, die Bewegung passt zum Volumen und auch vice versa. Dann haben wir hier ein eindeutiges Phänomen. Sollten wir nach oben ausbrechen, so haben wir über diesem Hoch hier die Liquidität, die spannend sein könnte und ja, so ein Bigger Picture sogar, dann auch diesen Bereich bis hier oben, bis zu dieser Kante. Das heißt, wir hätten gegebenenfalls in dieser Ineffizienz dann Platz bis zu 34,3. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ein bisschen kleiner als die Short-Variante, aber trotzdem auch das Möglichkeit besteht, selbstverständlich. Jetzt hat heute der Markt ein bisschen negativ bereits schon reagiert. Wir haben uns langsam auf den Bereich der 31,2 zurückbewegt. Heißt also, es wird unglaublich spannend, wie wir uns hier bewegen. Wir sehen aber, dass der Markt, wenn er das Price-Action-Hoch verliert, dass wir mit wahrscheinlich großer Geschwindigkeit nach unten laufen. Ich warne nochmal ausdrücklich davor,
Hier unten scheint sehr, sehr viel Liquidität zu liegen. Wir sehen es an diesem Volumencluster, wir sehen es hier an diesem Schatten. Entsprechend hat der Markt ein Riesenpotenzial, nach unten zu laufen. Das heißt nicht, dass wir nicht noch die ein oder andere Ineffizienz hier nach oben testen können oder schließen können. Das heißt aber vor allem dann, wenn wir es tun und weitere Abwärtsimpulse bekommen, dann haben wir eigentlich freien Zugang zu den 22.000 US-Dollar. Super spannend. Möglicherweise kann sich Bitcoin & Co. kurzfristig etwas erholen. Trotzdem glaube ich, dass allein schon jetzt die Daten sind eigentlich positiv für Krypto. Der Kryptomarkt reagiert verhalten. Charttechnisch gesehen haben wir gestern eine wichtige Bewegung gemacht, die keinen Aufwärtsimpuls mehr stützt. Entsprechend sieht das Ganze hier deutlich mehr danach aus, dass wir den Abwärtsimpuls erhalten. Jetzt schauen wir uns mal das Open Interest an. Das Open Interest sollte gestiegen sein in den letzten Tagen, beziehungsweise vor allem gestern, was auch zeigen sollte, dass eben die Aufwärtsbewegung etwas gestützt wird. Hier haben wir vom 31. Mai, wir gehen mal auf das Open Interest von Binance, da haben wir das Ganze dann auf Tagesbasis. Wie gesagt, Bitcoin, hier werden nur die Futures, ja, das Open Interest der Futures letztendlich aufgezählt, nicht der gesamte der Märkte, zum Beispiel mit US-Dollar. Ja, da gibt es keine, da gibt es kein Open Interest, was sich erfassen lässt. Wir sehen ja den leichten Anstieg jetzt hier zu heute, beziehungsweise gestern und heute. Wir haben gesehen, die Aufwärtsbewegung hat ein ordentliches aufploppendes Open Interest auch mit sich genommen. Die Sache ist halt jetzt, wie reagiert der Markt darauf? Weil wer schon im Markt ist, der kann zum aktuellen Preis nicht mehr beitragen. Und deswegen, je höher das Open Interest ist, aber je langsamer der Markt wird, desto wahrscheinlicher ist ein Turnaround. Weil alle, die schon im Markt sind, wenn schon jeder gekauft hat, wer ist da noch übrig zu kaufen? Und das sehen wir jetzt hier in einem ganz, ganz wichtigen Ausmaß. Das Open Interest ist gerade nach oben gegangen. Wir haben die verhaltene Bewegung. Und wenn wir jetzt sehen, dass das Open Interest sogar noch weiter nach oben geht, der Markt aber seitwärts läuft oder nicht mehr steigt, führt das zu enormen, enormen, enormen Möglichkeiten, dass wir tatsächlich nochmal den Turnaround bekommen. Entsprechend da ein bisschen aufpassen. Wir bleiben weiterhin gespannt. Die Aussichten sind immer noch ein bisschen mehr Short als Long. Sehr wahrscheinlich bewegen wir uns hier in der Akkumulation. Für den Mittwoch typisch würden wir wahrscheinlich hier einmal aufsetzen, seitwärts laufen. Sollten wir es dann nicht schaffen, dieses Hoch hier zu brechen, sondern bei den 32,2 nochmal dann den Konter zu bekommen, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit zurück auf die 29k kommen. Und wenn wir dann letztendlich genau diesen Preisbereich verlieren, die 28,7, wie wir es häufig besprochen haben, ist der Weg nach unten frei zu den 24k. Soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche einen wunderschönen Start in diesem Mittwoch. Lass dir gut gehen, viel Disziplin, viel Geduld. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.